Hallo Leute und willkommen wieder zurück zu meinem Oblivion Let's Play. Ich bin hier gerade mitten in Arkwitz Turm, um die Kugel von Vermina zurückzubekommen, die sich hier irgendwo in diesem komischen Gemäuer verbergen muss. Und hier sind immer noch ganz viele Türen. Ich bin ja am Ende des letzten Parts schon hier reingegangen. Und, aha, genau, hier waren ja ein paar Türen irgendwie halt fake. Ihr seht ja, da ist nur eine Mauer dahinter. So kartenmäßig, hier hinten ist aber auch irgendwas. Hier ist eine Tür. Und hier ist eine Tür. Und hier ist auch wieder nichts, ne? Auch keine Truhe? Nee, gar nichts. Sackgasse. Dann kannst du nur hier lang gehen. So. Oh mein Gott. Steht rot. So, na warte. Goldbrand, zeig, was du kannst. Verbrenne ihn. Und tot. Tja, Goldbrand ist einfach imbar. Alles voller Zombie-Leichen. Igitt. Oder hier unten ist auch was richtig Krankes und Ekliges. Arkwitz Rückzug. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Seht ihr das? Hier ist sogar noch eine Truhe. Aber was ist das hier für ein Ort? Hier baumeln überall die Leichen von der Decke, die man nicht mal sehen kann. Und hier ist ein bodenloser Abgrund. Also hier gehören wir natürlich nicht hin. Aber ist das nicht eklig? Uah, ganz schön wieder zurück. Da muss ich auch gar nicht hin. So, Moment, was haben wir hier drin? 556 Gold. Wir besten wieder alle Türen aufmachen. Irgendeine wird schon die richtige sein. Das ist die falsche. Das könnte die richtige sein. Was ist hier hinten? Da hinten muss ich eigentlich hin. Aber ich will noch wissen, was hier wieder ist. Hier oben noch was ist. Ne, hier ist auch wieder gar nichts. Tja. Ich sage ja, dieser Turm hier, das ist total verrückt, was hier abgeht. Das wird immer verrückter, je weiter wir kommen. So, oh mein Gott, schon wieder ein Eisatron. Ach, hier fries und tot. Und, so, Tür auf. Aha, Stummatronach hier. Zack. Wir haben doch keine Chance hier. Dann hörst du auf, mich zu beballern. Aha, da ist auch wieder ein bisschen Gold und sowas drin. So. Was ist hier hinten? Hier ist wieder eine Mauer. Ja, ich weiß, aber ich will erstmal sehen, ob hier hinten auch noch was ist. Oder ist das wieder nur eine Tür, die ins Nichts führt? Ihh, Leiche, pfui. Ekelhaft. So, hier geht's weiter. Genau, hier ist jetzt eine Falltür, ist noch eine Truhe. Aufzaubern. 75 Gold. So, hier geht's runter in Arkwitz herzzerreißende Hallen. Ah, man kann hier auch sein ziemlich seltsames Geräusch hören. Ich glaube, das ist sogar schon diese Kugel von Vermina, die wir suchen. So, ich werde nochmal meinen Lichtzauber erneuern, so. Oh mein Gott, hier ist schon wieder. Ihr habt doch keine Chance hier. So, ich frage mich zwar, wie Felsen brennen können, aber sie können es. So. Ah ja, ein bisschen Beute wieder. So gut, von denen, wie gesagt, würde ich auch immer Salzzeitabgründe bekommen, aber das ist nicht wirklich wichtig. Und, Alter, was ist hier los? Über die blutigen Leichen an die Wände gekettet, ey, das wird immer verrückter. Oh weia. So, wer will zuerst? Du. So, und du auch. Und Schnauze. Destillationsgrund des Experten. Langweilig, ich habe schon alles auf Meister. Glücklicherweise. Oh na klar, jetzt doch noch ein Xibilei mit einer fetten Axt. So, komm, du bist erstmal dran. Jetzt, Axt. So, komm her, du Mistkerl. Und stirb. So, oh, der verzauberte Gegenstand ist nicht genügend aufgeladen. Das ist nicht so toll. Ich sollte mal meinen Federzauber auch erneuern. So. Okay, da muss ich hin. Einen Moment. Ich habe ja hier noch einen... Ne, ich habe sogar drei Walersteine. Also. So. Jetzt kann ich Goldbrand weitere 76 Mal wieder einsetzen. Das ist spitze. So, 83 Gold. Ich nehme schon alles mit und... geht's.
warum diese ganzen Leichen hier? Was ist dieser Arquid eigentlich für ein Typ? Hier sogar noch die... da sind noch die Fußnägel dran. Oh mein Gott. So, hier geht's wieder nach oben. Arquids Todesquartier. Ich glaube, das ist der letzte Abschnitt dieses Turms. Wenn mich nicht alles täuscht. Uraltes Fallgatter. Ja, genau, seht mal, das ist er. Das ist Arquid. Alter, was hat der bitte für ein Schlafzimmer? Ich würde mir dringend einen Innendekorateur suchen. Aha, ein bisschen was zum Anziehen. Noch mehr Kleidung. Ein Tisch. Das, was da hier, an den Wänden ist auch so ein Regal hier. Hier ist noch eine Bosstruhe. Mit Garn und Stoff. Na super, duper geile Beute hier. So, und nun zu dir, Arquid. Arquid ist bewusstlos? Tja, man kann ihn hier jetzt übrigens auch einfach schlafen lassen, oder? Ich finde, er hat es einfach auch nicht anders verdient. Er kann auch sterben. So, und tot. Obwohl das jetzt keinen wirklichen Effekt auf die Quest hat. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme sein Gold und auch sein Gewand des Weißmagiers und die Schuhe des Weißmagiers. Und so, und hier auf dem Tisch haben wir genau das, was wir die ganze Zeit hier gesucht haben. Und ich meine jetzt nicht dieses Buch hier, Palaband 1. Oh, aber trotzdem, auch Illusionfertigkeit verbessert, ein Fertigkeitsbuch, sehr schön. So, das Buch der Daedra ist was Simples. So, was haben wir hier noch? Zerknittertes Stück Papier. Zerknülltes Stück Papier mit einer Zeile, die mit zitternder Hand geschrieben wurde. Ich werde hier im Dunkeln liegen und auf den Tod warten. Ja, das hat bestimmt Arquid geschrieben, jetzt ist er ja tot. Und hier ist noch eine geschriebene Nachricht. Eine mit zitternder Hand geschriebene Notiz. Keine Welt ist so groß wie die Welt des Verstands. Kein Reisender ist so weit gereist wie der Reisende im Land der Träume. Kein Abgrund ist so tief wie der Brunnen des Entsetzens, der in uns allen liegt. Ich habe seine Tiefen erforscht. Ich habe das Unvorstellbare gesehen. Ich bin jetzt ohne Angst. Selbst die Grenzen des Todes beschränken mich nicht. Ich bin der Herr des grenzenlosen Raums und der Herr von Ort und Zeit. Jenseits der Tore des Schlafs erwartet mich das Universum. Ich werde nicht länger warten, bis meine Träume mich in ferne Welten, in unerkennbare Tiefen, in unaussprechliche Unermesslichkeit führen. Ich werde auf immer im Hause Verminas leben, mit der Kugel als Gefährtin. Es gibt keinen Kompass zu meinem Ziel, kein Ende für meine Reise. Mein Verstand ist mein ewiger Reisender, furchtlos und wild verstaunen in den Hallen des Schreckens. Ah ja, so, und das ist wie gesagt Verminas Kugel. Ich habe Verminas Kugel geborgen, ich sollte sie jetzt zum Schrein zurückbringen. Ja. Ich bin hier fertig, also ich musste nicht mal gegen Arquid kämpfen, weil der in seinem eigenen Albtraum gefangen war und jetzt ist er tot. Also kann ich jetzt abhauen. So, hier geht's auch interessanterweise sofort zurück in die Nibenai-Senke. Also, raus hier, Mann! Ich hab genug von diesem verrückten, kranken Ort. Ah, wunderbar. So, jetzt sind wir hier gerade über eine Falltür rausgekommen. Aber nicht, dass jemand denkt, man könnte da irgendwie abkürzen. Nein, diese Falltür sieht man nicht, bevor man nicht durch den ganzen Turm durchgegangen ist und die Kugel hat. Also, es gibt hier keine Abkürzung direkt zu dem Raum, wo Arquid war. Also, das erscheint erst später. Okay, dann geht es natürlich jetzt augenblicklich zurück zu Verminas Schrein, um die Kugel abzuliefern und unsere Belohnung einzukassieren. So. Ich erhalte meine Kugel zurück und Arquid wird den Rest seines Lebens wie in einem Albtraum verbringen. Es ist verdient. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Sterbliche. Ihr verdient, mein Zeichen zu tragen. So, Verminas Kugel entfernt. Schädel der Korruption hinzugefügt und Quest beendet. Vermina war zufrieden, dass ich ihr ihre Kugel zurückbrachte. Ich wurde mit dem Schädel der Korruption belohnt. So, und das ist auch wieder ein besonderer Zauberstab. Also das ist jetzt kein Helm, weil irgendwie wegen Schädel und so, aber das ist wirklich ein Zauberstab. Gut, verbessern bringt er bei denen eigentlich... Achso, Quatsch. Wo wollte ich jetzt hier hin? Reparaturhammer. So, erstmal alles reparieren. So, hat den Effekt Korruption für 30 Sekunden auf Ziel und sieht so aus. Auch ziemlich
verrückt, ziemlich dädrisch halt, so wie es sich gehört. Und ich glaube, ich habe das mit irgendeinem anderen Zauberstab von jemand anderem verwechselt. Ich glaube, das war die blutige Rose von Sanguine, das war ja auch ein Zauberstab. Aber dieser Schädel der Korruption ist der Zauberstab, wo ich mal gesagt habe, wenn man den auf irgendwelche NPCs einsetzt, dann werden die nämlich geklont und der Klon kämpft dann für uns. Möchte ich jetzt aber hier eher nicht ausprobieren, weil sonst kriege ich noch Ärger. Nein, ich kümmere mich jetzt endlich mal um die vorletzte und in meinen Augen sogar spannendste und herausforderndste Dedra-Quest überhaupt. Und ich glaube, ihr wisst alle, um welche Dedra-Quest es sich hier handelt, beziehungsweise um wessen Dedra-Fürst es sich hier handelt. Genau, die Quest von Clavicus Vil ist immer noch am Laufen. Einer von Clavicus Vilis Jüngern sagte mir, dass zur Beschwörung des Dedra eine Opfergabe von 500 Goldstücken am Schrein dargebracht werden muss. Müssen wir echt Gold opfern? Naja, gut. So, der Schrein von Clavicus Vil ist hier, in der Nähe der Erlenruine von Windarsel, beziehungsweise von der Festung Tugend, oder hier ist noch die Felga Geldhöhle und hier ist Zea Tatar. So quasi einfach südwestlich der Kaiserstadt, um es genauer auszudrücken. So. Und ich denke mal, das schaffe ich in diesem Part garantiert noch, dass ich diese Quest mache, weil die geht auch nicht gerade lang, ist aber, ja, ziemlich interessant. So, hier. Das ist eben Clavicus Vil mit seinem Hund Barbas. So, möchtet ihr mal von Clavicus 500 Goldstücke opfern? Ja. Ein Sterblicher, wunderbar. Stets eine Freude. Ihr könntet mir vielleicht einen Dienst erweisen, Sterblicher. Und ich werde euch belohnen. Ein faires Angebot, meint ihr nicht? Ihr werdet mir ein Schwert beschaffen, ein ganz besonderes Schwert. In ihm lebt die Seele von Umbra, einem Helden, mit dem ich in der Vergangenheit zu tun hatte. Bringt mir das Schwert und zum Dank werdet ihr meine Maske erhalten. Ein besseres Angebot werdet ihr nicht bekommen, Sterblicher. Beginnt eure Suche in Pale's Tor. So, kleine Statue eines Hundes hinzugefügt und Quest aktualisiert. Als ich meine Opfergabe im Schrein von Clavicus Vil darbrachte, erzählte mir der Dedra-Fürst von Umbra und dass er wünsche, das Umbra-Schwert wiederzuerlangen. Ich sollte meine Suche in Pale's Tor beginnen. Gut, da werde ich mich sofort aufmachen. Das liegt hier drüben, Pale's Tor, gleich bei der alten Brücke, beziehungsweise hier ist die Festung Heimstadt. Gleich da ist auch Sins Schrein, aber da waren wir ja schon. Also auf nach Pale's Tor! Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Passt gefälligst auf. In eurer Tasche. Der Hund. Ihr Helden seid wohl alle nicht besonders helle. Gut, ihr hört mir zu. Ich bin Barbas, der Hund von Clavicus Vil. Nicht, dass ich immer schon ein Hund gewesen wäre oder schon immer Barbas geheißen hätte. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich war auch schon einmal ein Rotwardoner. Zeitweise war ich ein Skunk und habe Geschäfte mit Orks gemacht. Aber jetzt bin ich sein Hund und diene Fürst Clavicus. Ich habe einen Rat für euch. Ihr habt da ein schlechtes Geschäft gemacht. Mit dieser Umbra ist nicht zu spaßen. Wenn sie im Spiel ist, geht das immer böse aus. Clavicus hat das nie richtig wahrhaben wollen. Es wird auch diesmal böse ausgehen. Lasst es einfach, wie es ist. Zieht euch zurück. Es ist wirklich das Beste für euch. Quest aktualisiert. Barbas, der Hund des Clavicus Vil, sprach zu mir durch die Statuette, die in meinem Gepäck auftauchte. Er beschied mir, dass die Rückgabe des Umbra-Schwerts an Clavicus Vil ein Fehler sei, der Viles Haus wahrscheinlich große Übel bringen wird. Tja, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich werde dieses Schwert trotzdem zurückholen. Ich muss jetzt hier eh mit irgendjemandem sprechen. Ich glaube sogar mit dem Typen da. Mit Iroke der Breite. Willkommen in Pale's Tor. Was verschlägt euch hierher? So, kennst du Gerüchte? Die Wegschreine der Neuen in der Wildnis bringen Segen über die Rechtschaffenden und Gläubigen. Ja, das kennen wir doch schon. So, erzähl uns mal was über Pale's Tor. Wir sind nur ein kleiner Ort. Bleiben meist unter uns. Aber hin und wieder ein neues Gesicht zu sehen ist schon ganz nett. Ja. Okay, ich glaube, ich muss ihn eh erstmal überreden, damit er mir was über Umbra sagt, oder? Ja, ich weiß von Umbra. Aber ihr seid ein Fremder und ich sage nichts. Na, was habe ich gesagt? In Ordnung.
So. Vielen Dank für diese nette Geste. Stimmung ist jetzt über 70, das sollte, glaube ich, genügen. Also noch einmal. Umbra, diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und ihr solltet ihn in Pelztor auch nicht verwenden. Bevor ich fortfahre, müssen wir etwas klarstellen. Fragt ihr nach dem Schwert oder nach der Person? Wonach also? Das Schwert. Es ist ein mächtiges Schwert, ohne Zweifel. Pechschwarz. Die Klinge ist unglaublich scharf und angeblich kann sie Seelen stehlen. Ich weiß von mindestens einer Seele, die es genommen hat. Lenvin. Sie war es, die dieses verfluchte Ding gefunden hat. Ich vermute, ihr möchtet nun etwas über diese Person erfahren. Ja, erzählt mir von der Person. Wer Umbra ist? Ich kann euch sagen, wer Umbra einst war. Lenvin. Sie ist mein Lehrling. Besser gesagt, sie war es, bis sie dieses Schwert fand. Hat nie verraten, wo sie es her hatte. Sie tauchte einfach eines Tages damit auf. Sie sagte, es hieße Umbra, aber sie hatte sich verändert. Sie war schon immer gut mit dem Schwert, aber plötzlich suchte sie überall Kämpfe, dürstete nach Blut. Dann nannte sie sich nur noch Umbra, nach dem Schwert. Schließlich heuerte sie bei einigen Söldnern an, aber das soll vorbei sein. Wir haben sie seit vielen Jahren nicht gesehen. Wo ist sie jetzt? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Manche sagen, sie haben sie in der Nähe gesehen, bei den Windasell-Ruinen. Vielleicht war aber auch nur der Wunsch der Vater des Gedankens. Wenn sie in der Nähe ist, war sie zumindest nicht in Pelztor. Sollte sie auch nicht. Ich fürchte, das Mädchen ist längst weg. Wenn ihr sie findet, seid vorsichtig. Sie ist sehr mächtig. Oder zumindest ist ihr Schwert sehr mächtig. Ich an eurer Stelle würde ihr aus dem Weg gehen. Okay. Quest wurde aktualisiert. Das ist sehr interessant zu hören. Ich kann euch nicht mehr sagen, als ich schon gesagt habe. Es tut mir leid. Na, ist schon gut. Lebt wohl. Ich wünsche euch viel Glück. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. Kann ich mir vorstellen. So, Windasell ist hier drüben, das ist eine sehr, sehr kleine Eiladenruine und genau da werde ich auch Umbra finden. Und naja, wie soll ich das jetzt sagen? Umbra ist eben, ich glaube das war sogar eine weibliche Waldelfe oder irgendwie so, ist komplett in eine magische Ebenerzrüstung gekleidet und führt eben dieses Umbra-Schwert und ist einer der härtesten Gegner im ganzen Spiel. Also da muss man wirklich aufpassen, also die kann euch mit ein paar Schlägen wirklich umbringen, wenn man nicht vorsichtig ist oder wenn man nicht schon hochgelevelt ist und eine gute Rüstung trägt, so wie ich. Bin mal gespannt, wie ich mich gegen Umbra schlagen werde. Aber mir wird ja nichts anderes übrig bleiben. Gut, dann auf nach Windasell, würde ich sagen. So, oh weia. Na klar, dann mache ich mal einen Eisatronage. So, was willst du hier? Down. Schwere. Komm her. Friss Feuer. Na, hörst du auf, dich zu heilen? Und tot. Unglaublich. Die sich schon wieder einbilden hier. Stab des Welkens. Boah, was ist der alles entzieht. Ganz schön krass. So, was, der hatte hier noch... Hey, ich will irgendwie nicht gerade zwischen seine Beine fassen. Ich hätte eigentlich gerne diesen... Ach, dann leck mir doch hier mit dem blöden Vulkanglas-Dolch hier. Dann kriege ich ihn eben nicht. Ist mir jetzt auch egal. So, du gibst mir jetzt nochmal Eissalze und kannst dich auch verpissen, weil wenn ein Eisautonage in seiner Wiese rumliegt, das sieht doof aus. So, also wie gesagt, das hier ist die Eiladenruine Windasell, die ist wirklich sehr klein. Und außer ein paar wenigen anderen Gegnern finden wir da drin halt nur noch mehr Umbra selbst. So, Feder. Licht. Dann sollte ich mich vielleicht selber auch mal heilen. Weil es wäre besser, wenn ich da volle Lebensenergie habe. So, so, so und so. Gut, jetzt kann ich nichts mehr trinken, ist auch egal.
Gut, ist wie gesagt gleich da vorne. Der grüne Pfeil, das ist Umbra. Das wird ein harter Kampf. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich das schon irgendwie schaffen werde. Aha, hier drin sind auch wieder Welkensteine, ist eh klar. Und oh, eine eklige Ratte. So, na los, komm her. Abgeblockt und tot. So, hier natürlich wieder eine Falle, sieht man ja auch. Okay, gut, die Welkensteine interessieren mich jetzt ehrlich gesagt eher wenig. Mich interessiert nur das Umbra-Schwert. So, jetzt ist schon wieder so eine Drecksratte, hier stirbt, so. Was ich noch sagen wollte, man kann die Quest von Clavicus Wheel auf zwei verschiedene Wege lösen. Und zwar, man gut, Umbra muss man so oder so besiegen, aber man kann eben so wie Clavicus Wheel es verlangt, das Umbra-Schwert zurückgeben und bekommt dann eben die Maske von Clavicus Wheel. Das ist irgendein seltsamer Samurai-artiger Helm, der irgendwie nur Charisma so verbessert und sonst gar nichts. Oder, was ich persönlich eher vorhabe, dass ich Umbra einfach behalte. Man kann das Schwert nämlich wirklich behalten. Man geht dann halt zu Clavicus Wheels Schrein zurück und sagt, nö, ich behalte das Schwert, du kriegst es nicht, Pech gehabt. Der wird zwar dann ziemlich sauer, aber er wird uns nichts tun und die Quest gilt trotzdem als geschafft. Und vor allem ist das Umbra-Schwert eines der besten im ganzen Spiel. Alter, wie sie aussieht. Na, haha. Na, gleich mal voll vom Giftgas getötet, die Ratte. Gehen wir lieber außen rum. So, hier geht's runter. Immer tiefer nach unten. So, ich glaube, jetzt bin ich eh schon fast da. Das Schlammkrabbe ist eh lächerlich, was es hier unten für einen Standardgegner gibt. Was ist hier drin? Ein starker Hexereitrank. Okay. So, erst einmal. So, jetzt habe ich fast volle Lebensenergie und fast volle Magie. Das sollte genügen. Ich werde nochmal alles reparieren, was ich dabei habe. So. Okay, also wie gesagt, ich kämpfe mit Goldbrand. Weil das ist auch ein relativ starkes Schwert. So. Jetzt bin ich nämlich auch schon fast da, weil da unten... Ich weiß gar nicht, kann man Umbra sehen? Ja, seht mal da vorne. Das da vorne ist Umbra. Ja. Wie gesagt, einer der härtesten Gegner des ganzen Spiels. Und wahrlich kein leichter Gegner. Ich glaube, sonst ist hier eh niemand mehr. Man kann übrigens auch mit Umbra reden. Bevor ich das mache, kann ich mir hier gleich mal die ganze Beute nehmen. Das stört Umbra nämlich gar nicht, wenn ich das mache. So, hier drei Päckchen Mehl. Was haben wir hier sonst noch? Hier wäre sogar ein Bettzeug zum Ausruhen. Brauche ich jetzt nicht wirklich. So, was haben wir hier? Schwierig verschlossen. Mach auf. Wow. 750 Gold. Ein großer Seelenstein. Die Schriftrolle für Fernmanipulation und Entzugveränderung und einen Mörsenstößel des Gesellen. Wie niedlich. So. Sonst noch irgendwas? Nee, das ist nur Geschirr oder irgendwie so. Tja, dann... Moment. Licht natürlich wieder. Ah, Illusion verbessert. So, und jetzt... wie gesagt, das hier ist Umbra. Also die Person. Ihr wagt viel, mit mir zu sprechen. Ihr solltet diesen Ort verlassen. Jetzt. So, du bist also Umbra. Umbra ist mein Schwert. Und das Schwert ist, was ich bin. Der ich immer sein sollte. Jahrelang habe ich meine Klinge mit Seelen gefüttert, Seelen von Menschen und Elfen, Kriegern und Priestern, Königen und Bettelleuten, Männern, Frauen und Kindern, alle haben sie für mich geblutet. Sie alle habe ich sterben sehen, und doch verlangt Umbra nach mehr. Ach ja, du warst doch mal in Pelstor zu Hause, stimmt das nicht? Hütet euch in meiner Gegenwart, diesen Ort zu erwähnen. Das war in einem anderen Leben, bevor ich zu dem wurde, was ich heute bin. Haben die euch vielleicht geschickt, um mich zu töten? Fürchten sie vielleicht, ich könnte nachts kommen und ihr Dorf niederbrennen? Egal. Ich bin, was ich bin und ich kenne mein Schicksal. Aber was ist mit euch? Was wollt ihr hier? Meinen Tod? Mein Schwert? Ich stelle euch vor eine Wahl. Bleibt hier und ihr werdet sterben. Oder verschwindet und ihr werdet leben. Kommt wieder, wenn ihr euch entschieden habt. Tja. Das war's für euch. Oh. Vergesst es.
Warum gehen wir nicht einfach zum Schrein zurück und sagen Clavicus, dass aus dem Geschäft nichts wird? Er wird bestimmt ein wenig ungehalten sein. Aber ihr werdet nicht sterben. Zumindest wahrscheinlich nicht. Das ist immer noch besser als das, was euch hier erwartet. Tja, also wirklich, Barbas zieht den Schwanz ein und meint, wir sollen lieber gehen. Aber das kann er voll vergessen. Ich will dieses Schwert und ich will diese Tetra-Quest zu einem Ende bringen, also werde ich selbstverständlich kämpfen, das ist doch ganz klar. Ich vermute, ihr habt eure Wahl getroffen. Umbra hungert. Wie lautet eure Entscheidung? Wir kämpfen. So tretet heran. Versucht euer Glück. Ihr werdet Umbras Biss zu spüren bekommen. So, Leute, jetzt geht's los. Ich wärme mich gerade erst auf. Ein Kampf gegen Umbra. Wartet mal, ich könnte hier noch was probieren. Ich habe doch hier diesen einen 3 starke Gesundheitsringe. So, da wird meine Lebensenergie um 50 Punkte für eine Minute gefestigt. Das heißt, ich habe mehr Lebensenergie. Und was hatte ich noch so dabei? Wassermadeltrank, Willenstrank, ein Stärketrank könnte ich auch noch trinken. Hier festigen, Stärke 15 Punkte für 30 Sekunden. Bin ich noch etwas stärker. So, jetzt gibt's auf die Fresse, Umbra. Komm her. Alter. Ja, übrigens, Umbra hat einen Seelenfallenzauber. Das macht dieses Schwert so besonders. So, na warte. Aber ich habe Goldbrand, das ist auch nicht schwach. Daneben. So. Alter. Ich glaube, Umbra versucht sich auch irgendwie zu heilen, bilde ich mir ein. Also, die Person natürlich. Oha. So, komm her. Seht ihr? Es wirkt bei mir ständig diese Seelenfallen. Das ist nicht gerade gut. So, komm her. Nein, verzauberter Gegenstand nicht genügend geladen. Verdammt. Einen Moment. Ich habe aber noch einen... hier noch 2 Barbersteine. So, und ach du Scheiße, meine Lebensenergie. Holy shit. So, Moment mal. Starker Heiltrank und dann habe ich doch hier noch Lebensenergie wiederherstellen. So. So schnell wirst du mich nicht besiegen, Umbra. Auf keinen Fall. So. Kurz. Ihr werdet mich nie besiegen. Ach ja? Das glaube ich aber... Das glaube ich aber schon. Was ist du? So, komm her. Gleich ist es vorbei mit dir. Warte, komm her. Ich krieg dich down. Das macht man so. Oder so. So, oder so und so und so und so und so und... Stier! Oh, meine Ausdauer. Hilfe, einen Moment. Ha, starker Erholungstrank. Bin ja nicht blöd. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ja, das solltest du, weil du bist gleich tot. So, hier, stirb! So, na warte, jetzt aber komm. Ihr werdet mich nie besiegen. Ein Schlag und du bist erledigt. So, komm, hier, zack! Und bam! Das war's! Ihr habt deine Seele gefangen. Ich hab's geschafft. Umbra ist tot. So, hier, Umbras Ebenerzschild, das ist jetzt eine ganz besondere Rüstung, die man von Umbra bekommt. Boah, ich wäre fast gestorben, aber bin ja nicht blöd, habe ja genug Heiltränke dabei. So, hier, ein bisschen Gold kriegt man auch und hier, Umbras Ebenerzbeinchen, Umbras Ebenerzbrusthandschuh, Umbras Ebenerzhandschuh, Umbras Ebenerzhelm, Umbras Ebenerzstiefel. Ist irgendwie alles doch nicht verzaubert, hatte ich anders in Erinnerung. Aber das, was wirklich verzaubert ist, ist natürlich das Umbra-Schwert. So, ich hab's. Ich habe das Umbra-Schwert geborgen. Ich sage euch, bringt Clavicus nicht dieses Schwert zurück. Es wird ihn verderben, da bin ich sicher. Ich meine, nicht völlig. Er ist immer noch ein Daedra-Prinz und all das. Seht her, behaltet dieses Schwert, wenn ihr wollt. Es ist eure Entscheidung. Aber gebt es Clavicus nicht zurück. Er weiß manchmal nicht, was gut für ihn ist. Tja. Das habe ich ehrlich gesagt ja auch vor. Ja, wie gesagt, schade, was mit Lenwin alias Umbra passiert ist, aber so ist es nun mal. Ja, und wie gesagt, das Umbra-Schwert ist eines der besten Schwerter im ganzen Spiel. Noch stärker und besser als Goldbrand in meinen Augen. Vor allem, wenn man es jetzt noch auf 125% hoch repariert, so wie ich das jetzt gerade mache. So... Theoretisch könnte man Umbras Ebenerzrüstung auch eigenständig verzaubern, wenn man das denn will.
Verkaufen will ich den nämlich ehrlich gesagt nicht. So, hier, Umbra. Hat eine Angriffskraft von 33 bei 125%. Und ja, Klinge einhändig und Seelenfalle für 120 Sekunden auf Treffer. Und sieht in meinen Augen richtig, richtig geil aus. Ich glaube, ich werde für den Rest dieses Let's Plays wohl Umbra verwenden, oder? Was meint ihr? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das Goldene Island Shirt hatte ich ja schon lange genug und das war sowieso ein Mod. Also glaube ich fast, dass ich Umbra auf jeden Fall behalten werde, weil, wie gesagt, diese billige Maske, die man da von Clavicus bekommt, ist lächerlich, ja, das ist idiotisch, wenn man das schöne Schwert hier wirklich hergeben würde. Wie gesagt, man muss es nicht hergeben, man kann es tatsächlich behalten, aber wenn man die Quest richtig abschließen will, muss man trotzdem zum Schrein zurückgehen und Clavicus sagen, dass man das Schwert behält. Einziger Nachteil, es ist zwar jetzt mit null Gewicht in meinem Inventar, weil es dabei noch als Questgegenstand gilt, aber wenn ich dann mit Clavicus Will gesprochen habe, dann erhält es sein eigenes Gewicht und das ist nicht gerade ein leichtes Schwert, aber egal. Ich will auf jeden Fall die Quest zu Ende bringen. Und wie gesagt, in meinem Fall behalte ich das Schwert ganz einfach, weil diese Maske, wie gesagt, die erhöht, glaube ich, jetzt wirklich nur das Charisma und sonst sieht die auch ziemlich bescheuert aus. Also, das ist eine lächerliche Belohnung, wenn man bedenkt, was wir hier jetzt in der Hand haben. Ja, hier, Umbra, ist doch tausendmal besser als so eine olle Maske. Aber diese Entscheidung obliegt jetzt jedem selbst. Aber ich behalte auf jeden Fall das Schwert. So, ich bin echt froh, dass ich den Kampf gewonnen habe. Aber habt gesehen, Umbra konnte schon ordentlich austeilen. So, und jetzt, ja genau hier, Clavicus will es schreien. Na, ja, seht mal! Die Statue von Barbus hier an dem Sockel ist auch weg, weil er eben in unserem Inventar drinnen ist. Aber gut. Ihr habt das Schwert mitgebracht. Nun gebt es mir, wie vereinbart. Umbra und ich haben noch eine Rechnung offen. So, wollt ihr das Umbra-Schwert Clavicus Will übergeben? Nein! Was erlaubt ihr euch? Wir hatten eine Abmachung, kleiner Held. Wollt ihr wirklich wegen eines kümmerlichen kleinen Schwertes meinen Zorn riskieren? Ich werde euch beobachten, Sterblicher. Und warten. So, Quest beendet. Clavicus Will war nicht erfreut, dass ich beschlossen hatte, ihm das Umbra-Schwert nicht wiederzugeben. Tja, Pech gehabt. Nun denn, es war eine Freude, euch kennenzulernen. Was mich angeht, so muss ich jetzt wieder sein Hund sein. Und was euch betrifft, viel Glück. So sagt man doch, oder? Ich habe schon Schlechtere als euch getroffen. Was ist das denn für eine Aussage? Er hat schon Schlechtere als uns getroffen. Ja, wie gesagt, die Quest ist beendet. In diesem Fall habe ich mich eben dafür entschieden, Umbra zu behalten. Und es gibt jetzt noch eine allerletzte Dedra-Quest, die mache ich dann aber im nächsten Part, weil der ist hier eh schon wieder ziemlich lang geworden. Das ist nämlich die Quest des Dedra-Fürsten Hermeus Mora. Die kann man erst dann machen, wenn man die anderen 14 dedrischen Quests gemacht hat. Deswegen kann ich die ja auch eben jetzt erst als allerletzte machen. Und ich glaube, man muss auch mindestens auf Stufe 20 sein. Das ist aber bei mir kein Problem. Ich bin schon auf Stufe 38. Und ja, man muss, glaube ich, auch mindestens diesen Blut der Dedra-Abschnitt im Hauptquest erreicht haben. Das ist in meinem Fall auch schon so. Und dann muss ich mich noch irgendwo schlafen legen. Und wo ich das mache, ist eigentlich total egal. Also, ja, egal. Wir sehen uns im nächsten Part vielleicht bei Minervilla Flugfels und dort werde ich ins Bett gehen, mal kurz schlafen und dann, ja, dann geht es auf zum Schrein von Hermeus Mora für die allerletzte Dedra-Quest. Wie gesagt, Umbra bleibt bei mir, wird nicht verkauft, nicht verscherbelt, was weiß ich, bleibt auf jeden Fall in meinem Inventar. Den Rest der Beute werde ich natürlich größtenteils schon verkaufen. Goldbrand hingegen werde ich auch natürlich behalten, kommt auch in meine Villa Flugfels in diese eine Schatztruhe rein, weil von dem möchte ich mich natürlich auch nicht trennen. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.